Heute geht es um nichts weniger als ihre parlamentarische Existenz. Wäre der Ampelvorschlag schon Wirklichkeit, säßen einige von ihnen heute nicht in diesem Parlament. Nur 598 statt der aktuell 736. Wir wagen einen großen Wurf. Wir führen den Deutschen Bundestag zukünftig bei allen weiteren Wahlen auf die Regelgröße von 598 Sitzen zurück. Der Vorschlag der Koalition sieht vor, dass nicht mehr alle mit gewonnenem Direktmandat, also Erststimme, einen Sitz im Bundestag bekommen, sondern nur, wenn es auch dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Die bisherigen Überhang- und Ausgleichsmandate sollen wegfallen. Erst- und Zweitstimme sollen umbenannt werden in Haupt- und Wahlkreisstimme. Die Ampel räumt ein. Dann steht man vor einem Dilemma. Es ist nämlich so, dass man nicht alle Erwartungen, die viele Menschen mit Blick auf das Wahlrecht in Deutschland haben, gleichzeitig erfüllen kann. Immerhin sei das Verfahren so fair, dass jede Fraktion auf Sitze verzichten müsste. Das erkennen auch Teile der Opposition an. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Ampel nun einen Vorschlag unterbreitet hat, der unsere Wahlgrundsätze, Verfassungsmäßigkeit und Gerechtigkeit der Regelung vereinen möchte. Für mich geht dieser Vorschlag in eine richtige Richtung. Doch die Union lehnt den Vorschlag grundlegend ab. Sie kritisiert, dass nicht mehr alle Sieger in den Wahlkreisen ins Parlament einziehen können. Das werden wir so nicht mitmachen. Wir wollen den Wert der Bürgerstimme in den Wahlkreisen erhalten. CDU und CSU wollen stattdessen die Zahl der Wahlkreise verringern, legen jedoch heute zu ihrem Vorschlag noch kein eigenes Gesetz vor. Ein Film zur Wahlrechtsreform von meiner Kollegin Iris Seiram, die uns jetzt zugeschaltet ist. Können Sie noch mal erklären, warum der Bundestag immer größer geworden ist? Das liegt ganz einfach gesagt an diesen sogenannten Ausgleichsmandaten, aber ich setze mal ein bisschen früher an. Also die Zusammensetzung des Parlaments, die richtet sich ja maßgeblich danach, wie viele Zweitstimmen eine Partei bei der Bundestagswahl bekommen hat. Daneben gibt es noch die Erststimme, mit der können WählerInnen ja noch einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis eben direkt wählen. Hat jetzt eine Partei auf diesem Wege mehr Direktkandidaten ins Parlament geschickt, dann ist das Verhältnis nicht mehr gleich, dann entsteht nämlich ein sogenanntes Überhangmandat. Und dieses Überhangmandat wird dann ausgeglichen durch sogenannte Ausgleichsmandate, um dann das Zweitstimmverhältnis wiederherzustellen. Also man merkt schon an dieser Erklärung, wie wahnsinnig kompliziert unser Wahlrecht ist. Und genau dieser Mechanismus führt auch dazu, dass dass der Bundestag immer größer wird, weil nach Berechnungen der Ampelkoalition führt ein einziges Überhangmandat zu bis zu 16 Ausgleichsmandaten. Also vor dem Hintergrund kein Wunder, dass wir wohl inzwischen eines der größten Parlamente der westlichen Welt haben. Aber was ist denn so schlimm daran, dass der Bundestag so groß ist? Naja, je mehr Personen an einem Abstimmungsprozess beteiligt sind, desto komplizierter kann es mitunter sein. Daneben sind es auch noch so Kleinigkeiten, die vielleicht im ersten Moment nicht so auffallen. Aber das fängt an von den Räumlichkeiten, von der Anzahl der Büros oder der Größe eines Besprechungsraums. Und das generiert am Ende des Tages natürlich auch sehr große Kosten. Deswegen mahnt auch schon der Bund der Steuerzahler seit Jahren, bitte verkleinert euch. Nun liegen ja Lösungsvorschläge auf dem Tisch, unter anderem der Ampel. Wie sieht der aus? Ja, ganz genau. Also die haben einen relativ schlichten Vorschlag gemacht. Die sagen nämlich, wir streichen alle Überhang- und alle Ausgleichsmandate und der Bundestag soll auf seine Regelgröße zurückgeführt werden. Und das sind eben laut Gesetz 598 Sitze. Daneben möchten die auch mit diesen missverständlichen Begriffen aufräumen. Man hat ja durchaus etwas Schwierigkeiten zu verstehen, warum die Erststimme immer ja nicht so viel Wert hat wie die Zweitstimme. Das steht ja sogar auf dem Wahlzettel drauf. Da wollen die rangehen. Diese Zweitstimme soll dann eben Hauptstimme heißen. Das soll etwas verständlicher sein. Und die Erststimme soll zur Wahlkreisstimme werden. Daneben wollen die aber auch diese Grundmandatsklausel, die sogenannte, die wollen die beibehalten. Also, dass wenn eine Partei zwar die 5%-Hürde nicht schafft, sie aber mit 3 Direktmandaten trotzdem ins Parlament kann, so wie es bei den Linken zum Beispiel der Fall ist. Nun gibt es Kritik an diesem Vorschlag aus der Union. Wie sieht die aus? Man muss sagen, dass die Union jetzt wohl am stärksten von der aktuellen Regelung, naja, mehr oder weniger profitiert. Die haben nämlich sehr, sehr viele solcher Überhangmandate in bestimmten Regionen. Und es kann tatsächlich sein, dass mit diesem Vorschlag eben der ein oder andere Direktkandidat nicht mehr ins Parlament einzieht. Und so könnte es eben auch dazu kommen, dass einzelne Wahlkreise, naja, wie die es nennen, verwaist bleiben. Das kann in der Tat passieren. Allerdings muss man sehen, dass das auch nach jetziger Rechtslage passieren kann.
Deswegen ist der Vorwurf, der gerade am Anfang, als der Entwurf der Ampel bekannt wurde, dass das jetzt nun organisierte Wahlfälschung sei und dass man das ja nur aus Schurkenstaaten kennt, meines Erachtens doch etwas gewagt. Wie lange wird das Gerangel um diese Reform noch weitergehen? Das ist eine gute Frage, aber so viel Zeit bleibt eigentlich nicht, denn die nächste Bundestagswahl muss jetzt auch bald schon vorbereitet werden. Heute war die erste Lesung dieses Entwurfs der Ampel. Das geht jetzt in den Rechtsausschuss, dann wird es in zweiter, dritter Lesung beschlossen und kann dann eigentlich auch in Kraft treten, weil hierfür ist nur eine einfache Mehrheit erforderlich. Es wäre natürlich wünschenswert, dass bei einem so doch erheblichen, bei so einer erheblichen Neuregelung, wenn da so viele Parteien wie möglich mit im Boot sind. Man muss nämlich wirklich davon, also ja, die Besorgnis haben, dass wir jetzt bei jedem Regierungswechsel, dass dann jede Partei oder jede Regierungskoalition dann sein eigenes Wahlrecht macht. So ein legislatives Ping-Pong sollte auf jeden Fall vermieden werden. Iris Seyram, vielen Dank.